Jetzt müssen wir dieser kleinen, diesem Köter folgen oder was? Na super. Müssen wir jetzt Bodyguard von einem Hundi spielen? Naja, eine Schönheit ist er jetzt nicht unbedingt. Lieber mal eine Schnellreise machen. Dann zeig mal, wo es lang geht, Kleiner. Wir halten dir den Rücken frei. Hey, Cloud. Wie alt warst du, als du von zu Hause weg bist? 14. Nein, warte. Das war im Frühling. Also 13. Für Landeier kein ungewöhnliches Alter für einen Auszug, was? Und was hat deine Mutter gesagt? Dagegen war sie jedenfalls nicht. Die anderen sind ja auch alle in dem Alter weg. Ah. Was denn? Sie wollte mir damals 2000 Gil mitgeben, damit ich was hab, wovon ich leben kann. Okay, das wusste ich. Alle irgendwie gleich, oder? Hab's aber nicht angenommen. Schließlich bin ich direkt zur Soldat. Da brauchte ich das nicht. Jetzt kapiere ich endlich, warum du für jeden Job 2000 Gil haben willst. So, let's go, Hundi. Das wäre doch eine Mission für Justin. Hund folgen. Ist das jetzt japanisch für wow, wow, wow? Okay, das ist cool. Ich fühl's irgendwie. La la la, la la la. La 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 la. So, holen wir mal einen Phönix dazu, hä? Na klar, macht er doch gerne. Ich liegst du damit gar nicht mal falsch, aber ich habe mir geschworen, ihr niemals im Weg zu stehen. Sie soll frei sein. Dabei würde ich sie am liebsten für immer in Watte einpacken und wie ein Baby umsorgen. Meine liebe kleine Marlene. Ach ja. Yeah.
Alter, der Hund ist aber schnell. Hundi! Ah, die Musik ist echt cool. Ich bin so froh, den Soundtrack auf CD zu haben. Lille. Alter Schwede. Dass die großen Hirsche von einem kleinen Hund weglaufen, ist schon weird. Weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber in der Luft ausweichen finde auch ich maximal fragwürdig. Aber okay. Wow, 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 wow. Ehrlich. Du. Ja. Papa ist. Noch nicht bereit, dich loszulassen. Jetzt beruhig dich mal. Marlene ist doch noch ein kleines Kind. Bis die auszieht, dauert's noch Jahre. Ja, du hast recht. Ach, Barrett. Allein die Vorstellung. Aber stimmt, noch habe ich Zeit. Allerdings ist Zeit relativ. Hey. Okay, das ist lustig. Ja, ich weiß. Alter Schwede. Oh shit. Wirksam, Luft. Alter, Wivern. Fuck. Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Alter Schwede. Der hat aber ganz schön auf die Fresse gekriegt. Also der hat ein bisschen auf die
Schnauze gekriegt, der Hund, aber dem geht's ganz gut. Sag mal, wie lang denn noch? Scholle, was machst du denn hier? Na, was macht ihr hier nicht? Dich kriegt aber auch gar nichts unter, was, Kleiner? Hä? Kenn ich euch? Deine Mutter hat uns geschickt. Wir sollten auf Scholle aufpassen. Sie schickt auch ein paar Gill für dich mit. Behaltet es. Ich komme auch allein über die Runden und brauche nichts von ihr. Sind das Freunde von dir, Dylan? Claire, was machst du denn hier draußen? Du sollst dich doch schonen. Tut mir leid, dass ihr umsonst hergekommen seid. Aber ich will das Geld nicht. Bringt Scholle wieder sicher nach Hause, ja? Den Dickkopf hast du doch garantiert von deiner Mutter. Jetzt stell dich mal nicht so an, Junge. Nimm du es halt. Aber... das ist viel zu viel. Wenn ihr es nicht wollt, nehme ich es eben. Aber ihr erwartet ein Kind und wollt ihm bestimmt das beste Leben bieten, das möglich ist. Ach, der Barrett ist super. Dafür braucht man eben auch Geld. So ist das. Da ist was dran. Also gut. Dylan, hier bist du. Tobi. Sorry für die Verspätung. Ihr seid doch die von Avalanche, oder? Rhonda hat mir von euch erzählt. Oh, Methylerz, Rubin, Handbuch zu Schusswaffen. Für Barrett. Genau die. Es ist mir eine Ehre, euch persönlich zu treffen. Das ist ein guter... Doch, gefällt mir. Ist gut. Mal, wo ihr schon mal hier seid, kann ich euch vielleicht um einen Gefallen bitten? Hau raus. Ein weirder Dude. Ach, Barrett. Ich glaube, das hat ihm gefallen, aber das ist klar. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein paar Waffen finde. Und Ausrüstung, da habe ich jetzt mich schon länger nicht mehr drum gekümmert. Es geht um den Leuchtturm an der Küste. Kennt ihr den? Ja. Da hat sich nämlich jemand eingelistet. Nennt sich die Alleskönnerin von Junon oder so. Kiri. Oh? Sag bloß, du kennst sie. Ja, leider. Oh, komm schon, wirklich. Dieser Leuchtturm hat uns bisher immer als eine Art Ausguck gedient. Wir würden ihn gerne wieder nutzen. Tummeln sich schließlich gerade so viele Ungeheuer hier. Könnt ihr diese Alleskönnerin nicht irgendwie dazu bewegen, das Feld zu räumen? Könnt ihr die nicht einfach aus dem Dingsbums rausprügeln? Soll wohl in Midgar und in den Graslanden ganz groß rausgekommen sein. Kommt mir aber verdächtig vor. Schon allein der Name... Alleskönnerin. Wer nennt sich denn bitte so? Ich. Der Leuchtturm steht weiter hinten am Kap. Zu Republikzeiten hat er den Schiffen zur Navigation gedient, aber das ist ja schon ewig her. Ich sag's euch, da wimmelt's nur so von Ungeheuern. Wie will die denn an so einem Ort ordentliche Kundenakquise betreiben? Naja. Oh, vielen herzlichen Dank. Ich muss mal auf Toilette. Eieiei. Unterhält euch das Spiel denn? Will keiner von euch mitkommen? Bis jetzt. Du kannst Ärger schon von weitem riechen. Dann komm wohl wirklich nur ich in Frage. Ach ja, wenn ihr schon auf dem Weg seid, schaut doch mal beim Hügel vorbei. Mit etwas Glück könnt ihr vielleicht sogar einen Kondor sehen.
natürlich nur, falls ihr Interesse habt. Ich finde, ja, das ist doch. Das freut mich, dass dir das Spiel gefällt, Juna. Das freut mich. So. So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier will ich mal hin. Ach, Chatley, nee, brauche ich nicht. Aber hier in dem Laden. Hier gibt es zwei Angebote. Aha. Wir haben geflirtet, so, so. Naja, Waffenpunkte haben sich doch hier. Barrett hat richtig viele Waffenpunkte. Ich habe keine Ahnung, wie ich den bauen soll. So, der Hundi hat noch was. So, wunderbar. Das sieht ganz gut aus. Ich will noch mal ganz kurz auf Toilette. Und dann, ja, bin ich wieder da. So, da bin ich wieder. So, bababam. Hier ist noch ein Anschlagbrett. Da würde ich mich tatsächlich auch mal dran machen. Der Leuchtturm am Kap. Warte mal. Ich muss hier rum. Und dann die nächste Kreuzung nach links. Okay. Ich glaube, die sind voll stoned. Oh Mann. Schon richtig so. So. Und Justin hat mir noch gar nicht erzählt, was er von der Phoenix-Esper hält. Also hier im Spiel.
in diesem Spiel. Nanu, neue Gesichter. Heute weht aber auch ein besonders guter Wind. Oh ja, stimmt. Was gibt es denn hier zu sehen? Wir beobachten einen riesigen Kondor. Das tun wir regelmäßig, denn nur so können wir sicher gehen, dass dieses Kondorweibchen gesund und kräftig ist. Sie ist wirklich ein Prachtexemplar, aber leider unausstehlich, wenn sie Hunger hat. Müssen aufpassen, dass sie keine Menschen anfällt. Immer auf Nummer Kondor gehen. Oh, das ist knuffig. Ich habe ja schon mal von unserem Magazin gehört, nehme ich an. Colin, ich denke, heute wird sie sich nicht mehr zeigen. Wir sollten zurück. Nein, ich möchte noch etwas bleiben. Wir haben sie schon so lange nicht mehr gesichtet. Musik ist schön. Ups. Vielleicht hätten wir ihr wirklich etwas Futter besorgen sollen. Tja, einen Aushang am schwarzen Brett habe ich ja schon gemacht. Gibt es vielleicht etwas, das wir tun könnten? Wir würden gern helfen. Ach, die Tifa. Das ist schon eine gute Seele. Ein prächtiger und wunderschöner Vogel lebt auf einer Insel, nicht weit von hier. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Tier hat mir in jungen Jahren mal das Leben gerettet. Also schöne Geschichte. Ich will mich durch meine Beobachtung gerne revanchieren. Die Leute sollen ein besseres Verständnis für Kondore bekommen. Damals im Krieg musste ich vor Shinra-Truppen tief in den Wald flüchten und bin dabei sehr unglücklich gestürzt. Dachte schon, es sei um mich geschehen, doch plötzlich hat mich ein Kondor geschnappt und zum nächsten Dorf getragen. Hat in mir vermutlich bloß ein schnelles Abendessen gesehen. Nach diesem Sturz konnte ich meine Beine nie wieder bewegen. Doch wenn ich meinen Kondor am Himmel fliegen sehe, fühle ich mich immer gleich ein Stückchen freier, als hätte auch ich Flügel. Das ist eine schöne Geschichte. Unsere Kondordame ist ein sehr stolzer Vogel. Jagt lieber selbst, als das Futter zu fressen, das Menschen ihr hinstellen. Aber wenn ihr der Geruch zusagt, kommt sie vielleicht wenigstens näher, um sich die Beute einmal anzuschauen. Danke. Das ist großartig. Seht ihr den Wald? Dort ist das Jagdrevier unseres Kondors. Um dorthin zu gelangen, ist ein Chocobo vonnöten, der auf die Berge hochkommt. So, dann wollen wir mal. Ich will jetzt erstmal gucken. Ja, machen wir mal. Ich kann zwar nicht für alle sprechen, aber ich finde, wir sollten versuchen, selbst Schokobos zu züchten. Und nehmen die als Transportmittel. Schau mal, dort. Eine Kuh. Das frisst ein Kondor also. Vielleicht können wir die Fährte aufnehmen. Was zum Geier?
Na super. Wofür bin ich denn hier lang gelaufen, wenn die Kuh mich sowieso... So, machen wir die eisige Verkettung. Materia Gewitter ist gestiegen. Oh, die arme Kuh. Aber das ist doch kein Kondor. Sollen wir einen Schokobo drauf ansetzen? Na warte, die Kuh holen wir uns. Die arme Kuh. Siehst du, das können Autos und Züge nicht. Die Katze breitbeinig auf dem Chocobo. Das sieht ulkig aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ah, hier hoch. Oha. Das gefällt mir gar nicht. Na dann rein. Ich heile noch mal vor meine Mädels. Nehme ich mal die Heiltränke. Na dann. Es wird doch mal wieder ein Kampf, den der Justin toll finden wird. Er hat nur nichts zu dem Urzeitdrachen gesagt. Mystischer Drache.
So, jetzt aber. Bam! Oh, ich hätte vielleicht wählen sollen. Ich glaube, das war eine dumme Entscheidung. Ich habe euch nicht zu sehr rumgescheucht. Legt das Futter am besten dort oben hin. Oh, wei, ich bin jetzt mal echt gespannt, ob ich da nicht Kacke gebaut hat. Interessant aus. Von welchem Tier stammt das denn? Schön, überall den Himmel sehen zu können. Jedenfalls besser, als eine Stahlplatte anzustarren. Aber irgendwie wirkt er auch unheimlich in seiner endlosen Weite. Langsam verstehe ich, was Aris meinte. Ja, irgendwie. Oh, da oben! Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kondor so nah rankommt. Oh. Schnell, ein Foto. Das müssen wir festhalten. Natürlich, sofort. Oh, das perfekte Motiv. Schnell, bevor sie wegfliegt. Bitte lächeln. Genau. Das soll ein Kondor sein. Dieses hier sehr gut. Jetzt seht euch das an, so ein breites Lächeln. Und genau für Überraschungen wie diese lohnt es sich definitiv, unsere Kondordame zu beobachten. Okay. So, dann halten wir mal unsere Beobachtung von heute fest. Und das nächste Treffen will auch geplant werden. Ja, Akkus voll. Vielleicht sollten wir auch einen kleinen Fotokurs machen, oder? Ja. Hier, bitteschön, als kleines Andenken. Wie du guckst. Oh, wei. Verbundener zu tiefer hat sich geändert. Super. So, ich würde tatsächlich gerne mal gucken, dass ich irgendwo nochmal meine Materie reinsetze. So, da bin ich mit den Mädels ganz gut bedient. Dann wollen wir mal zu der Alleskönnerin auf dem Leuchtturm. Ja, die folgen mir ja, kleiner Mann. Guck mal, der ist so aufgeregt, der geht schon freiwillig zum KFC. Er will zu Chicken Nuggets verarbeitet werden.
So, hier können wir uns nochmal ausruhen. Nehmen wir mal ein Kissen. Wir haben ja noch genug. Genau, das wird's sein. Ist das so blöd. Ohne Kissen kann ich mich nicht ausruhen. Warte mal, habe ich denn überhaupt noch was? Ja, 8 Kissen. Herrlich. Ja, was ist denn noch, kleiner Mann? Hm? Guck mal, den Streichler kriegst du von Yuna. Super. Ja, das ging tatsächlich. Wollen wir mal hin. Oh, ist das schön. So, wo ist denn diese Alleskönnerin? Ich finde nur diese Schreidinger ein bisschen komisch, also die Rufe von denen. Solche Viecher gibt es ja eigentlich. Es ist eigentlich nichts weiter als ein Fantasiestrauß. Also ich wäre ja einzeln ohne Chocobo drüber gegangen, aber die Brücke scheint zu halten. Noch auffälliger ging es wohl nicht. Ach, Kirilein. So, da kriegen wir goldene Federn. Mit diesen goldenen Federn können wir uns was kaufen. Für unsere Chocobos. Ja, so Reitsachen, Utensilien und so ein Kram. Obwohl mir die Reittaschen da tatsächlich ein bisschen besser von Witcher besser gefallen haben. Die dann die Ausdauer und so ein Kram ein bisschen erhöhen. Vom guten Plötze. Sie scheint ja echt eine Geschäftsfrau mit Leib und Seele zu sein. Kiri ist vermutlich drin. Komm. Also sie ist aber schön eingerichtet, muss ich sagen. Also können die nicht zusammen harmonisieren? Okay, hier gibt es erstmal nichts weiter. Ah, hier gibt es zwei Angebote. Oh, Megatrank nehme ich natürlich mit.
Das gibt mir alles. Das ist mir ganz gut. Das passt mir ganz gut. Ich muss trotzdem noch mal zu einem Waffenhändler irgendwann. Warte mal, Reif der Königin. Nice. Dann kriegt der Barrett nochmal. Dein Angestellten. Wer ist hier ein Angestellter? Und nenn dich gefälligst nicht Alleskönnerin. Der Name ist geschützt. Ach, Mann, oh. Alle hacken auf mir rum. Nur deine Schuld, Klaus. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Juna in der Schule. Alle hacken sie auf mir rum. Urschleim. Und was genau willst du verkörpern? Langweilig, düster und mürrisch? Hast du mir gerade in den Schritt geguckt, Mädel? Okay, das ist lustig. Oh wei. Es könnte Juna sein. Kein Haustier, keine Kunden. Das ist doch zum Verzweifeln. Hier ist echt der Wurm drin. Ah, herrlich. Marketing und Unternehmensführung. Alles auf einer Hand und doch. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Immer doch. Macht irgendwas, es läuft falsch. Und jetzt auch Cloud. Nö, 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 nö. Ich fürchte, wir müssen trotzdem kämpfen, wenn wir ihr Leben wieder raus wollen. Na dann. Komm, helfen wir der kleinen, hyperaktiven Juna mal.